Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retropanner quält sich Folge. Und ich habe es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. In dieser Folge gibt es gleich zwei Gameboy-Spiele. Und den Anfang macht Soccer Mania. Und das hat sich der The Marvel gewünscht. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für diesen Wunsch. Wie immer, wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, haut es mal in die Kommentare rein. Ich schaue mir alles nach und nach mal an. Wobei die Liste schon relativ lang ist. Das heißt, es muss nicht sofort umgesetzt werden. Und ich wähle die Spiele auch immer relativ willkürlich aus, welche ich gerne jetzt mal spielen möchte. Und ja, der hat sich Soccer Mania gewünscht. Finde ich ein etwas kurioses Spiel in der Hinsicht, dass es nur in Japan erschienen ist. Ist okay, die sind ja auch ganz fußballbegeistert. Und in USA, aber nicht in Europa. Warum erscheint so ein Spiel nicht in Europa, wo doch da die gefühlt zumindest, und in Südamerika natürlich, die Fußballbegeisterung so am höchsten ist. Aber vielleicht hat es ja auch einen Grund gehabt. Ihr seht es schon so ein bisschen am Menü. Es ist etwas. Die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks, ehrlich gesagt. Ja, der Ein-Player-Modus. Wir nehmen natürlich FAG. Damals natürlich die Federal Republic of Germany. Okay. Grafik ist sehr simpel, würde ich sagen. Mal gucken. Oh Gott. Wen spiele ich denn? Okay. Ich spiele den mit den Schweißperlen oben. Aber das Problem des Spiels ist, ihr seht es schon. Also, es spielt sich sehr langsam, ja? Und so wie es sich, wie es aussieht, so spielt sich es auch. Also, nichts hier mit, schnell mal hier. Also, ich spiele gerade den Torwart. Nein, nein, nein! Ich habe ein Gegentor kassiert. Ich bin ja sowieso, was Sportspiele angeht, der Übercrack. Ne? Ich kenne mich richtig gut aus. Also immerhin jetzt diese Zwischengrafik ist. Hä? Bin ich oben? Nee. Hä? Hab ich ein Tor geschossen? Da war doch gerade für FAG ein Tor. Hä? Warte. Hä? Moment. Hast du gerade richtig gesehen? Nee, aber ich spiele hier den mit dem Schweißkranz, sage ich mal. Ja, komm. Oh, wie wechselt sich denn hier die Spieler durch? Okay. Das ist ja mein Torwart, weil der hat dieselbe Trikotfarbe wie ich. Dann komm, ich will hier wieder umspielen. Hier, wechsel mal hier vernünftig durch. Auch der Torwart, ne, mit seinen Händen. Das sieht irgendwie so ein bisschen vogelscheuchenmäßig aus. Okay, da springt er. Da passt er. Kann ich hier wieso kann ich hier die Spieler nicht durchwechseln? Warum kann ich den, also jeden einigermaßen vernünftigen Fußballspiel wechsle ich doch die Spieler durch, wenn ich hier gerade keinen aktiv steuere und eine Taste drücke. Okay. 2-0. Oder habe ich jetzt die USA ausgewählt und ich bin kompletter Dulli? Kann auch sein. Auf jeden Fall gewinnt Deutschland. So. Komm, vielleicht Select? Start? Nee, das macht Pause. Okay, ich kann reingrätschen auf jeden Fall. Guck doch mal, wie langsam die laufen. Wie nervig das. Ich meine, das ist nicht das. Obwohl, ich weiß nicht. Also, es gibt wirklich viele Fußballspiele. Und die wenigsten sind auch nur ansatzweise gut. Ich würde es. Ich probiere es gerade mal hier beide Tasten zu drücken. Da scheine ich eher was zu bewirken mit Thematik Spielerwechsel. So. So. Hau ab. Boah. Wird der gerade langsamer? Haben die so ein Ausdauersystem? Guckt mal, wie langsam die Spieler dahin. Also, das ist ja noch nicht mal Kreisliga. Selbst die geben sich Mühe. Habe ich jetzt Einwurf? Okay. Zack. Mal gucken, ob ich ein Tor hinkriege. Ach, guck doch mal, wie ewig das dauert. Vor allen Dingen, das wird ja so ein bisschen verkürzt dargestellt da unten, ne? Oh. Sonst flackert das natürlich noch. Was natürlich auch sehr nervig ist. Ich weiß, dass das Sprite-Flackern war damals durchaus üblich. Fliegen jetzt nur rum. Wird umgefault bei Nintendo World Cup, hat das ein bisschen Spaß gemacht, wenn die hier so rumgeflogen sind, weil das System darauf ausgelegt war.
Aber hier habe ich das Gefühl, und die Musik, die hätten sie auch gerne echt abstellen können, ohne Scheiß. Komm. So. Also, zumindest beim Umruppen, man muss nur gegen die laufen. Man muss keinen Knopf drücken oder sowas. Man muss nur gegenlaufen. So. Guckt euch das mal an. Ey, da wird doch jeder bei so einem Fußballspiel einschlafen. Und wie schnell man echt den Ball da verliert. Guckt mal an. Die laufen die Spieler rein, die fliegen alle um. Aber immerhin bin ich jetzt mal zum gegnerischen Tor gelangt. Also, das Spiel ist Müll. Es ist zu langsam. Warum man die Spieler umruppt, nur weil man gegen die läuft, das erklärt sich jetzt mir persönlich nicht. Immerhin habe ich jetzt herausgefunden, wie man die Spieler wechselt, indem man A und B gleichzeitig drückt. Okay. Guckt euch das mal an, wie schnell man den scheiß Ball verliert. Und es gibt keinen es gibt einen Schiedsrichter, der einen Einwurf pfeift. Also, irgendwie würde ich fast behaupten, das ist so eine Art Möchtegern Nintendo World Cup. Also, ohne Scheiß. Komm. Na, komm. Und man kann die auch nicht einholen, ne? Die sind alle gleich schnell. Und die Musik, Alter. Okay, komm, jetzt ja noch ein Tor. Meine Fresse. Also ich spiele so die Halbzeit hier und dann ist aber auch Schluss. Also, es sorgt dafür, dass Deutschland gewinnt. So kann man es auch sagen. Meine Fresse, ey. Ich dachte schon, ich habe so einige schlechte Fußballspiele auf den Gameboy gespielt. Aber, also, ne, mein Lieber? Das ist ein würdiger Titel. Also da haben wir in Europa echt nichts verpasst, dass das hier nicht erschienen ist, weil ich wette, das hätten sich viele irgendwie gekauft, weil Fußball fanden wir ja alle toll. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel, also ne. Und das nächste Spiel ist Baby T-Rex und das ist ganz kurios. Also das ist jetzt vor kurzem in meine Sammlung reingeraten und ich habe das angespielt und da schon gemerkt, okay, das ist eher kein Kandidat für einen Test, sondern für eine Quetzig-Folge auf jeden Fall. Und warum ist das Spiel kurios? Weil das in Europa unter drei Namen erschienen ist. Ich muss das hier kurz mal ablesen. Also unter Baby T-Rex, was ihr hier seht. Dann auch unter Bamse, auch in Europa erschienen. Ich glaube, das ist eher so im nordischen Raum. Dann At the Duck, auch EU. Und unter Agrosaur in Australien. Und in Amerika heißt es We Are Back. Weil ich glaube, da gab es damals so einen Kinofilm mit Dinosauriern, bin mir nicht sicher. Das heißt, es wurde dieses Spiel genommen und fleißig halt auf andere IPs gesetzt. Das spricht natürlich hundertprozentig dafür, dass das Spiel jetzt voll auf dieses Szenario ausgelegt ist. Schauen wir mal. Also, immerhin haben wir ein oder zwei Spieler. Blablabla, die Story überspringen wir mal, die wird nicht so wichtig sein, ne? So. Und warum ist das Spiel scheiße? Also, grafisch ist das ja schon mal ganz gut, ne? Was natürlich immer so ein bisschen nervig ist, was ich finde, ihr seht's, so, ich höre jetzt auf zu laufen und der schlittert immer so ein bisschen weiter. Da kann man sich auch drauf irgendwie festlegen, aber ihr seht schon, die Inspiration war eindeutig Sonic. Kann man auch machen. Aber ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Sonic, muss ich sagen. Als Waffe könnt ihr hier die Früchte werfen, nehme ich mal an. Ich nehme an, das sind Früchte. Und ja. Das mag ich an Sonic-Spielen nicht. Ihr lauft einfach schnell, weil das Spiel will, dass ihr schnell lauft. Und ihr kommt irgendein Hindernis und ihr verliert Lebensenergie. Sonic regelt dieses Problem ja relativ intelligent, indem ihr halt einfach diese Ringe verliert. Ne? Und dadurch habt ihr so eine Art Warnschuss und könnt schnell wieder die Ringe einsammeln. Hier verliert ihr halt sofort ein Herz. Und das ist irgendwie uncool. Okay? Und verliert anscheinend auch Wurfsteine. Gut, ich dachte, ich kann auf die Ameise draufspringen. Seht ihr das? Und es läuft halt teilweise halt wirklich automatisch ab. Und ich möchte da ganz gerne so die Kontrolle haben. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch Geschmackssache. Steuerung ist das nicht komplett scheiße irgendwie. Aber auch nicht gut. Also, seht ihr das? Das ist auch wieder so ein Beispiel.
Ich sehe das nicht, dass da jetzt dieser Teich ist, wo ich rüberspringen muss, der da jetzt noch mehr Anlauf nehmen muss. Das erschließt sich mir nicht. Ja, und weiß nicht, für mich macht so ein Spieldesign halt einfach keinen Spaß. Guck das mal an, so. Wie spannend. Also, es ist wirklich so ein bisschen, ja, was mögen die Kids? Die Kids mögen Dinosaurier. Später könnt ihr halt noch auf ein Skateboard fahren. Mal gucken, ob ich so weit komme. Ach, so weit komme. Ich sehe gerade, Entschuldigung. Die Herzen sind eure Leben und statt den Ring verliert ihr anscheinend eure Wurfgeschosse. Entschuldigung, mein Fehler. Das merke ich jetzt erst. So. Ich mag so Sprünge ins Unbekannte. Mag ich halt in Spielen allgemein nicht. Weil ich finde, das ist einfach blödes Spieldesign, was das alles künstlich streckt. Weil das liegt ja nicht daran, dass das mein Skill nicht ausreicht, auch wenn dieser natürlich jetzt nicht sehr hoch ist. Sondern einfach Trial and Error. Und ich bin da echt kein Fan von. So, kommen wir jetzt hier rüber. Schaffe ich das? Muss ich wahrscheinlich Anlauf nehmen, ne, so Sonic-mäßig. Und... Nee, läuft der da nicht? Nee. Okay, da komme ich doch niemals rüber. Und guckt euch mal das Zeitlimit an. Ah, ich komme doch rüber. Okay, Entschuldigung. Das war jetzt mein Fehler. Sag es nicht am Spiel, sondern ich habe einfach die Sprungweite falsch eingeschätzt. 19 Sekunden noch? Was? Was ist das für ein Zeitlimit? Also ich gebe... Ah, okay. Gerade so geschafft. Ich habe gerade schon Panik gehabt. Was sind nur 16 Sekunden? Gucken wir uns mal das zweite Level an. Das ist auch immer noch ein Dschungel. Also es gibt wirklich, glaube ich, wesentlich schlechtere Spiele. Aber ich finde, sowas macht mir einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie... Achso, ich dachte schon, ich fahre jetzt irgendwie in Wasser oder sowas. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Der eine oder andere mag das vielleicht. Könnt natürlich gerne mal in die Kommentare hauen. So, so, so. Bäm. Ich muss nur gucken, ob irgendwo das blöde Skateboard ist. Weil beim Anspielen... Ich will natürlich jetzt hier auch nicht jetzt... dass hier Ewigkeiten anspielen. Fällt das runter? Fällt das runter? Das sieht so wie diese typischen Runterfallplattformen aus, aber anscheinend nicht. Bei der Skateboard beim Anspielen habe ich gemerkt, dass das wirklich von der Steuerung her ganz katastrophal ist. Dass ihr im Prinzip überhaupt keine Kontrolle mehr habt. Ansonsten, ja, wie gesagt, Grafik finde ich okay persönlich. Sound, okay. Musik ist jetzt nicht die schlechteste oder sowas. Also sie haben sich immerhin versucht, so ein bisschen was anders zu machen, auch wenn es irgendwie unsinnig ist, warum der Vogel jetzt plötzlich quasi ein Freund ist. So. Ich gucke mal kurz weiter. Das sind auch diese komischen Gegner. Die heben sich auch schlecht vom Hintergrund ab, ne? Okay, ich will es, wie gesagt, jetzt nicht allzu sehr strecken. Also später kommt noch ein Skateboard, wo ihr halt noch mehr Geschwindigkeit bekommt und dadurch wird halt diese Problematik halt dann noch problematischer. Ich weiß, super Sprachschatz hat der Panda. Also ist ja auch hier keine Vollkatastrophe, also ist das Fußballspiel eindeutig schlechter, aber nicht wirklich gut. Also das Modul ist auch relativ teuer, jetzt nur... Wegen Spielen würde ich es euch nicht empfehlen. Aber schön, dass ihr dieses Mal reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.